Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Bücherwoche, die buchtechnisch richtig, richtig gut war. Körperlich leider, ja, nicht so der Burner war. Denn mir ist am Mittwochabend dieser Bücherwoche sozusagen, also vor 1,5 Wochen, etwas sehr Blödes beim Aufstehen passiert. Und zwar habe ich aus unerfindlichen Gründen beim Aufstehen nicht richtig den Fuß auf die Erde gesetzt, sondern bin irgendwie weggeknickt und auf der Knöchelseite gelandet. Ja, es war so schmerzhaft, wie es sich anhört. Und ja, ich bin abends noch in die Notaufnahme, bin auch geröntgt worden. Es ist zum Glück nichts gebrochen, aber Sprunggelenk ist angestaucht. Es ist unglaublich geschwollen, auch heute noch. Deswegen sitze ich jetzt auch ganz bequem auf meiner Couch, Fuß schön hochgelegt. Und ja, mit Arbeit und Ähnlichem war da natürlich nichts. Ich habe auch ja den Hangout zum Monatsrückblick dann absagen müssen, weil ja, Sitzen geht einfach nach wie vor nicht wirklich. Wenn der Fuß längere Zeit nach unten hängt oder steht, tut das wirklich unglaublich weh. Und ja, die Schmerzen sind jetzt natürlich ein bisschen besser geworden. Ich habe auch Schmerzmittel genommen. Ich durfte nicht Auto fahren, ich sollte nicht große Strecken laufen, wirklich Fuß hochlegen und kühlen. Und das mache ich auch fleißig, aber so richtig gesund fühlt sich das jetzt nach einer Woche auch noch nicht an, aber ja, mal gucken, was so ja, die nächsten Tage noch bringen. Ich meine, jetzt haben wir ja dann auch in der Woche schon Ostern und in 2 Wochen habe ich ja Urlaub und fahre da auch eigentlich 3 Tage auf einen Städtetrip weg. Also ich hoffe, dass das alles einigermaßen hinkommt. Und es ist ja nicht nur so, dass man ja in der Arbeit fehlt, was natürlich auch sehr unangenehm ist und unschön, auch für die Kollegen, wenn die den Job übernehmen müssen. Man fehlt halt überall. Also das ist, man merkt auch selbst, ja, dass man eben einfach nicht fit ist, dass es einem unglaublich schwerfällt, wenn man durch die Wohnungen läuft, man sich vorab schon überlegt, wo laufe ich eigentlich hin, was könnte ich mir mitnehmen oder schon mal mitnehmen. Und ja, krank sein ist einfach ja, nichts Schönes. Vor allem, ich fand halt früher, wenn ich mal was an der Hand hatte, ich war als Jugendliche immer sehr Hand-Finger-bedächtig, also Handgelenksbruch, Finger, alles Mögliche schon gehabt. Das fand ich irgendwie nicht so schlimm, wie wenn man was am Fuß hat. Aber ja, wir gucken einfach mal, wie sich das entwickelt und ja, drückt mir einfach mal die Daumen, dass das relativ schnell dann auch wieder gut ist. Und da möchte ich auch gar nicht länger über Krankheit reden, sondern über eine tolle Bücherwoche mit zwei, ja, so einen absoluten Highlight-Thriller, ein wirklich großartiges Jugendbuch und einem Wohlfühlroman, der okay war, wo mir aber der erste Teil besser gefallen hat. Zudem kommt ja jetzt, wenn ihr das Video seht, bald die 8. Staffel Game of Thrones. Und ich habe mit der 3. Staffel von This Is Us begonnen. Ich habe auch was Neues zum Leseklub mit hier. Ich möchte euch kurz die Bücher vorstellen, die zur Mai-Umfrage bereitstehen. Auch da könnt ihr, glaube ich, noch bis Montag mitmachen. Und ich denke, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Buch, was ich als Hörbuch gehört habe. Liebeskind von Romy Hausmann. Ich habe mir ja diese Leseprobe auf der Buchmesse mitgenommen und war so gebannt von dieser Leseprobe, dass ich dann zum Hörbuch gegriffen habe und Liebeskind gehört habe. Aber ich wollte euch diese kleine süße Leseprobe einfach zeigen, dass eben auch eine Leseprobe durchaus dazu führen kann, dass man ein Buch unbedingt lesen oder hören möchte. Das zweite Buch ist dann das Jugendbuch Niemals Welt von Marisha Pessel. Ein Buch, was mich total vom Klappentext angesprochen hatte und ja, wo ich mega gespannt war auf diese Niemals-Welt und was mich da erwarten wird. Und das Hörbuch der Woche ist dann von Janne Mommsen, Die Bücherinsel. Das ist der zweite Teil dieser Inselbuchhandlung-Reihe, wo ich ja im letzten Jahr auch den ersten Teil schon gehört habe. Und dieses Buch hat mich hörend ja, diese Woche dann auch noch begleitet, nachdem dann eben Liebeskind gehört wurde. Und wir starten mit Liebeskind. Ich blende es euch jetzt einfach ein. Ja, Liebeskind, ein Buch, das in aller Munde ist, ein Thriller, ein Debüt-Thriller einer deutschen Autorin von Romy Hausmann, was man irgendwie
viel gesehen hat und auch Paddy hat geschwärmt und Phil hat geschwärmt. Und dann musste ich einfach in die Leseprobe reinlesen, die ich auf der Buchmesse mitgenommen hatte und war wirklich so angetan vom Schreibstil, dass ich dann zum Hörbuch gegriffen habe. Das Hörbuch gibt es bei Audible. Es gibt 3 Sprecher, denn es gibt 3 Erzählperspektiven in diesem Buch und mir haben alle 3 Sprecher wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es toll, dass man anhand des Sprechers einfach auch ein Gefühl bekommen hat, für wer ist man, und dass auch die Sprache innerhalb des Buches pro Charaktere, pro Sichtweise variiert hat. Also wir haben hier eine junge Frau, wir haben ein Kind und wir haben einen Mann. Und man merkt definitiv in der Ausdrucksweise, dass nicht nur also das Alter und Geschlecht was anderes ist, sondern also man spürt eben wirklich auch innerhalb des Erzählstils, dass sich die Autorin Gedanken darüber gemacht hat, wie spricht ein Mann, was geht ihm durch den Kopf, wie spricht ein Kind, und hat das wirklich angepasst. Finde ich wirklich großartig. Das Hörbuch hat, ich glaube, 12,5 Stunden gedauert, hat mich auch unter anderem dann im Wartebereich der Notaufnahme gut unterhalten. Und man muss wirklich sagen, mit diesen unterschiedlichen Sprechern und Perspektiven, das ist wirklich im Hörbuch wunderbar rübergebracht. Und das muss man auch einfach positiv beurteilen, wie ich finde, wenn Sprecher einen Job einfach gut machen. Wir finden im Grunde eine Familie auf, die ihre Tochter Lena seit 14 Jahren als vermisst erklären, und sie wird scheinbar in einem Krankenhaus nach einem Autounfall wiedergefunden. Und der Vater macht sich dann auf in dieses Krankenhaus und trifft auf scheinbar seine Tochter, und er trifft wohl auch auf sein Enkelkind, auf Hannah, die nicht so schwer verletzt ist, und die Ärztin, die sie im Grunde untersucht und auch befragt, doch etwas merkwürdige Dinge über ihr Zuhause erzählt. Also sie leben wohl zusammen zu viert mit noch einem Bruder und dem Vater in einer Hütte im Wald, und dort ist alles sehr streng geregelt. Es gibt Klozeiten, Essenszeiten und Ähnliches. Und was dann die Ärztin so ein bisschen zum Verzweifeln bringt, ist, dass das Kind erzählt, dass es einen Sauerstoffaggregat gibt. Und sie im Grunde darüber erzählt, dass sie auch hört, wenn der eben mal ausfällt, und was da alles so ein bisschen passieren könnte. Wir haben also die Erzählperspektive dieses jungen Mädchens von Hannah. Wir haben die Erzählperspektive der jungen Frau Lena, die 14 Jahre verschollen war. Und wir haben die Erzählperspektive des Vaters, der eben uns die Geschichte erzählt als Vater, der eben sein Kind sucht und die Hoffnung einfach auch nach all den Jahren nicht aufgegeben hat. Wir erfahren aber auch von der kleinen Hannah, dass der Vater immer sehr bemüht ist, also ihr Vater, also nicht der Vater von der jungen Frau, sondern ihr Vater, immer bemüht ist, dass die Kinder eine Mutter haben. Und das lässt bei der Ärztin und auch bei mir als Leser wirklich die Gänsehaut rauf und runter laufen. 3 sehr unterschiedliche Perspektiven mit ganz unterschiedlichen Motivationen und Emotionen, und alle 3 sind sie sehr erschreckend, sehr ergreifend. Sie haben mich schockiert, und soghaft hat mich dieses Buch wirklich eingesogen. Ein Thriller, der sehr subtil wirkt. Man erfährt natürlich so ein bisschen schon von gewissen Grausamkeiten, von Merkwürdigkeiten, was es mit im Grunde der Entführung von Lena auf sich hat, was mit den Kindern irgendwie so vor Ort war. Es gibt ja auch eine Katze, die mich direkt natürlich wieder in ihren Bann gezogen hat. Und das ist natürlich schon sehr unterschwelliger Thriller, weil es nicht sehr viel Blutvergießen gibt, oder es gibt auch nicht sehr viel explizite Szenen, das kann ich eigentlich schon so bestätigen, aber es passierte bei mir unglaublich viel im Kopf. Und das ist immer etwas, was ich eigentlich noch schlimmer finde. Das ist auch was ich zum Beispiel auch bei Stephen King immer großartig finde, dass er gar nicht viel zeigen muss, sondern dass er einen Film im Kopf ablaufen lassen kann. Und das hat für mich Romy Hausmann auch absolut geschafft. Also dieser Thriller ging mir absolut unter die Haut. Er ist sprachlich großartig erzählt. Es sind eigentlich sehr knackige und kurze Sätze, sehr prägnant, sehr eingehend.
sehr mitreißend, spannend geschrieben. Wir haben ja im Grunde immer so eine kurze Episode der Perspektiven. Sie wechseln sehr häufig, was ich sehr gelungen fand, weil natürlich immer so ja, ein Cliffhanger pro Perspektive war und man dann wieder auf diese Perspektive gewartet hat, wie geht's weiter. Aber gleichzeitig hat man ja eine nächste Perspektive erfahren, die man auch wieder spannend fand. Und man konnte sich irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, welche Geschichte man eigentlich lieber direkt weitergehört hätte, weil es einfach so spannend war, so packend war und ich alle drei Motivationen nachvollziehen konnte, was schon unglaublich bei der einen oder anderen erschreckend ist. Und man wirklich alles so ein bisschen durchlebt. Man hat den Vater, der eben sein Kind sucht. Man hat das Kind, was es gefühlt ja gar nicht anders kennt, als in dieser Hütte zu leben. Und man hat eben diese junge Frau, die entführt wurde, die eben ja, uns im Grunde auch so ihre Welt erzählt, sowohl wie es zu der Entführung kam und auch so ein bisschen alles jetzt danach. Und das ist sehr erschreckend, sehr ergreifend und hat für mich schon eine sehr auch beklemmende Atmosphäre. Was mir tatsächlich geholfen hat, ist, dass man ja so das Gefühl hat, es wird schon alles gut. Fragt mich nicht, wo dieses Gefühl hergekommen ist, denn nein, es wird natürlich nicht alles gut. Aber man hat so einen Funken Hoffnung in den Stimmen sozusagen, in der Erzählweise. Und dass die ja, Protagonisten im Grunde immer so einen Funken Hoffnung auch in sich tragen. Und das hat mich als Leser wirklich nicht verzweifeln lassen, sondern voller Neugierde immer ja mitfiebern lassen. Und ich fand einfach den Stil dahingehend wirklich unglaublich gut, dass sie Spannung aufgebaut hat, subtilen Horror, wenn man so möchte, diese Vorstellung, oh Gott, ich bin da eingesperrt, ich habe da irgendwelche Kinder, mit denen bin ich 24 Stunden auch noch in der Hütte und man kommt da nicht raus. Also ich glaube, das ist ja so eine Vorstellung von sehr vielen, die sich das gar nicht vorstellen wollen. Und das finde ich einfach auch schlimm und auch mit den Kindern. Und ja, also es hat sehr viele schlimme, grausame, erschreckende Momente, aber eben doch immer so dieses, es wird schon. Also ich weiß auch nicht, ich war da immer sehr motiviert und hoffnungsvoll und das hat die Autorin ganz toll rübergebracht. Muss man einfach sagen. Es war spannend bis zum Schluss. Es gab Wendungen, die total unerwartet waren, wo man gefühlt wirklich mit offenem Mund da sitzt und sich denkt, what? Und was man erstmal gar nicht greifen kann und dann auch das erstmal verarbeiten muss und dann passierte aber wieder etwas anderes und besonders erschreckend fand ich die Perspektive von Hannah, also von dem jungen Mädchen. Das war wirklich etwas, wo ich schon öfter mal geschluckt habe. Ich finde ja so Kinder in Thrillern, das finde ich immer ganz schlimm. Also das triggert mich persönlich ganz schön. Und so war es natürlich auch in diesem Buch. Und Romy Hausmann hat für mich hier wirklich ein Thriller-Debüt hingelegt, wie es gefühlt gar nicht besser sein kann. Was auch einfach mal was anderes war, was sich zwar mancher Thriller-Genre, Klischees irgendwo bedient hat, aber die eben so zu ihrem Vorteil genutzt hat, anders gemacht hat, besser gemacht hat und einfach unglaublich spannend erzählt hat. Und jetzt habe ich, glaube ich, genügend über diesen Thriller-Highlight geschwärmt. Ich fand es wirklich großartig. Also es hat mir auch hörtechnisch wirklich viel, viel Spaß gebracht und hat mich unglaublich gut unterhalten. Insofern man das bei einem Thriller, wo es um so ein ernstes Thema geht, von Unterhaltung eigentlich sprechen kann. Also absolute Thriller-Empfehlung. Wer es auch eben nicht so brutal einfach mag, nicht zu blutig mag, der ist hier absolut richtig. Dann als Kontrastprogramm gab es ein bisschen ein Jugendbuch, was an sich aber doch auch für ältere Jugendliche gedacht ist, nämlich Niemalswelt von Marisha Pessel. Mich hat der Klappentext unglaublich angesprochen und auch von einer lieben befreundeten Buchhändlerin habe ich schon schwärmerisch von diesem Buch gehört, bin auch direkt schon gefragt worden, Mensch, hast du das auf dem Schirm, das ist so toll und du liest doch Jugendbücher, schau dir das unbedingt an. Ich selbst kenne die Autorin von der alltäglichen Physik des Unglücks, mir kam der Name der Autorin nämlich bekannt vor und dann habe ich mal in meine virtuelle Bibliothek geguckt und gesehen, ja, das Buch hast du damals gelesen, habe ich auch in guter Erinnerung und eigentlich, glaube ich, ist sie auch soweit bekannt für, ich sage jetzt mal, Romane, Erwachsenenbücher und das ist, soweit ich jetzt gesehen habe, auch ihr erstes Jugendbuch. Und
Ja, in diesem Jugendbuch geht es um Bee, die seit dem Tod ihres Freundes Jim nicht mehr mit ihrem Freundeskreis gesprochen hat. Sie war jetzt ein Jahr auch schultechnisch woanders und ja, ist ihren Freunden auch so ein bisschen aus dem Weg gegangen, erfährt aber dann von einem Treffen von ihrer damalig besten Freundin und sie treffen sich jetzt eben nach knapp einem Jahr im Wochenendhaus an der Küste. Ja, sie werden nicht so richtig warm miteinander. Man merkt natürlich, dass die Zeit schon eine gewisse Differenz geschaffen hat zwischen den Jugendlichen. Doch ja, der Tod auch von Jim ja, umkreist auch so ein bisschen die Gedanken der Jugendlichen. Wie konnte es passieren? Was ist damals vorgefallen? Wie geht es auch Bee, die ja im Grunde unmittelbar die Freundin war? Wie geht es ihr? Ja, alle machen sich dann irgendwie auf mit dem Auto auf den Weg und haben einen Autounfall. Kehren aber dann eigentlich zurück, erfahren dann aber von einem Wächter, dass sie zwischen Leben und Tod gefangen sind und dieselben 11 Stunden immer wieder durchlaufen müssen und sie sich entscheiden müssen, ja, wer denn es im Grunde verdient hat, zu überleben. Denn es wird nur einer diesen Autounfall überleben und ja, die anderen müssen im Grunde sterben beziehungsweise eben dann in die Todeszone übergehen, wenn man so möchte. Ich habe mir hier ein Zitat rausgeschrieben, weil ich das einfach so toll fand. Und zwar sagt der Wächter: Ihr seid alle beinahe tot, festgehalten in einem Raum zwischen Leben und Tod. Für euch hat die Zeit einen Sprung bekommen, wie eine Schallplatte, und bildet jetzt eine geschlossene Potenzialschleife. Eine Art Wache in der sogenannten Niemalswelt. Und wir begleiten jetzt eben diese Jugendlichen in dieser Niemalswelt, wo sie abstimmen darüber, wer es verdient hat zu leben, wo sie ja, Geheimnisse voneinander aufdecken und besprechen und ja, wie sie im Grunde in dieser Zeitschleife immer wieder festhängen. Und wer sich jetzt denkt, ach, das klingt aber sehr nach täglich grüßt ein Murmeltier, der täuscht. Es hat hier überhaupt keinen Humor, es ist überhaupt nicht lustig, es ist tiefer Ernst. Es ist ein düsteres Jugendbuch, wie ich es wirklich großartig finde. Es ist ja doch definitiv schon für erwachsenere Jugendliche gedacht, die auch einfach mit dieser Niemalswelt umgehen müssen. Denn die Vorstellung, dass man zwischen Leben und Tod irgendwie festhängt, ist doch ganz schön beängstigend und auch grausam für diese Jugendlichen. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Ich fand den Schreibstil von Marisha Pessl sehr, sehr gelungen. Es ist sehr flüssig, es ist sehr klar, es ist sehr modern. Es spiegelt diese Jugendlichen wieder. Es zeigt uns wirklich ein Szenario auf, wie es grausamer eigentlich gar nicht sein kann, dass man irgendwo zwischenhängt und nicht weiß, ja, wie komme ich aus dieser Niemalswelt wieder raus? Wie stimme ich denn ab, wer es verdient hat? Zudem werden Geheimnisse gelüftet, was ich mega spannend fand, wie man auf diese Geheimnisse kam, wie diese Unterhaltungen stattfanden, welche Geheimnisse denn wirklich gelöst werden müssen oder mussten, damit man irgendwie weiterkommt. Das hatte so auch ein bisschen was einfach wie, ja, wie so ein Rätsel, auf was werden wir noch stoßen. Auch diese 11 Stunden, die immer wieder gespielt werden, die immer wieder da sind, das war einfach unglaublich spannend erzählt und es war ein sehr kurzweiliger Roman, der wirklich sehr lebendig war und auch einen wirklich die Charaktere hat greifen können. Leider muss ich sagen, weswegen es für mich nicht ganz ein Highlight wurde, war einfach doch die etwas flachen Charaktere. Gefühlt hat keiner der 5 irgendwas mal in Frage gestellt, keiner der 5 hat sich mal ernsthafte Gedanken darüber gemacht, was das einfach für ihn bedeuten kann. Dass, sie fanden es am Anfang alle ein bisschen merkwürdig und dann war es für sie das Normalste von der Welt. Ich weiß nicht, ob das der Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen ist. Würde man das als Jugendlicher einfach hinnehmen, während ich vielleicht als Mit-30-Jährige erstmal 5-mal diese 11 Stunden brauchen würde, um es tatsächlich zu glauben, dass mir das jetzt wirklich passiert. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Dass diese Charaktere auch mal irgendwas in Frage stellen und auch miteinander darüber so am Anfang gesprochen haben, dass sie irgendwie auch mal denken, mein Gott, was würde das jetzt bedeuten, wenn das vielleicht für die Ewigkeit so weitergeht? Wie nutze ich diese Zeit dann auch? Oder wie lasse ich sie nicht einfach verstreichen? Wie schaffe ich es einfach, nicht nur rumzuliegen, sondern mich aufzuraffen? Wie werde ich nicht depressiv oder sonstiges? Diese Fragen haben mir so ein bisschen gefehlt und ich denke, dass man die durchaus auch einem der 5 Jugendlichen mal so ein bisschen diese Worte in den Mund hätte legen können. Auch war für mich nicht immer ganz greifbar, wo denn jetzt diese Geheimnisse alle so herkommen. Und es war gefühlt an mancher Stelle auch einfach ein Geheimnis oder eine Auflösung zu viel.
Aber das finde ich gar nicht schlimm, denn es hat einfach in diese Geschichte gepasst. Es ist ein tolles Jugendbuch, es ist toll erzählt, es ist relativ erwachsen dafür erzählt. Ich glaube tatsächlich, dass ich lieber die erwachsene Version davon hätte lesen wollen, weil die Idee, diese innovative, grandiose, wirklich tolle Idee, die dahinter steckt, die hätte mir, glaube ich, als Erwachsenenroman noch um Längen besser gefallen. Einfach, wenn man tiefgründigere Charaktere hat, wo vielleicht auch irgendwas dranhängt, wenn man stirbt. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass da dann vielleicht tatsächlich eine Mutter dabei wäre, die sagt, oh mein Gott, wenn ich jetzt hier sterbe, dann hat mein Kind keine Mutter, oder auch ein Paar vielleicht, was vielleicht noch in Verstrickungen irgendwie gewesen wäre, so aller, oh, einer von uns beiden, wie entscheiden wir das und Ähnlichem. Ich glaube, dass das als Erwachsenenroman noch ein bisschen besser hätte funktionieren können, und das ist jetzt, glaube ich, ein ganz blöder Gedanke von mir, weil es ist einfach ein Jugendbuch, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Das ist so ein bisschen was, was mir einfach an Ernsthaftigkeit tatsächlich noch gefehlt hat, dass es mir manchmal zu flapsig war, zu jugendlich. Aber es ist eben ein Jugendbuch und es ist, was es ist. Und dafür ist es wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Also es ist ein absolut kleines Highlight, weil ich einfach auch vom Stil, von der Idee, auch von der Umsetzung sehr angetan war und ich das auch wirklich so gefühlt in zwei Atmungen eingesogen habe und auch dieses Buch eben einfach so eine gewisse Sogwirkung auf mich ausgewirkt hat und mich einfach gefangen genommen hat in dieser Idee, in dieser Niemalswelt, und ich mit vielen Dingen überhaupt nicht gerechnet habe. Hat für mich die Autorin wirklich sehr, sehr gelungen gemacht und ich bin wirklich erfreut darüber, vom Carlsen Verlag bekommen habe und lesen durfte, und ich kann es wirklich nur empfehlen, wer gerne erwachsenere Jugendbücher liest und ja, sich eben auch in Jugendliche einfach so ein bisschen hineindenken kann, der ist bei diesem Buch absolut richtig und wird da auf jeden Fall seinen Spaß haben. Und das dritte Buch der Woche ist dann wieder ein Hörbuch, und zwar Die Bücherinsel von Janne Mommsen. Das ist wirklich wieder so ein Wohlfühlroman, den ich einfach nach dem Thriller dann auch gebraucht habe. Ich habe das Hörbuch dann eben am Wochenende bzw. ab Freitag halb liegend auf meinem Balkon sozusagen genossen in der Sonne, weil ich konnte sowieso nichts anderes tun. Ja, letztes Jahr gab es die Inselbuchhandlung von Janne Mommsen, und die hat mir ja sehr, sehr gut gefallen. Das war ja so mein Startschuss für diese Wohlfühl-Insel-Buchhandlungsgeschichten, die ja dann auch so aus dem Boden sprießen. Und wir haben hier auch eine ganz tolle Sprecherin, nämlich Sabine Karg, die, glaube ich, auch schon den ersten Band gesprochen hat. Und die hat mir auch schon vor einem Jahr sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, ihr fehlt so ein bisschen manche emotionale Betonung, aber ich finde das gar nicht dramatisch, weil ich finde, manchmal ist dieses etwas einfach nur erzählen ohne Emotion auch gar nicht schlecht, weil sich die Emotion dann von der Sprecherin nicht unbedingt auf mich als Leserin auswirkt. So gehört der Satz. Ja, im Grunde knüpft die Geschichte an den ersten Teil an, steht aber eigentlich relativ frei. Man könnte es jetzt wieder hier als Serie, als anstelle als Reihe beschreiben. Denn wir treffen natürlich auf die ein oder anderen Charaktere aus dem ersten Band, haben hier aber eigentlich eine komplett unabhängige Geschichte. Wir treffen auf Sandra, die eben in einem kleinen Haus hier wohnt, näher am Strand, und die eigentlich ihr Leben ganz genießt, so wie es ist. Ursprünglich stammt sie aus einer Schaustellerfamilie ab, hat diesem Leben aber abgeschworen, weil sie für sich selbst eben einfach etwas anderes wollte, und sie wollte eben auf einer Insel leben und das Inselleben dort genießen. Sie landet irgendwie in einem Lesekreis der kleinen Inselbuchhandlung und ist dort doch ein bisschen verwundert, wie sie da so hingekommen ist, denn eigentlich kann Sandra nicht lesen. Trifft dort aber dann auf den Lehrer oder Grundschullehrer oder war es der Schulleiter, ich weiß gar nicht mehr genau, Björn, und bei beiden funkt es so ein bisschen, doch fühlt sie sich ihm irgendwie nicht auf gleicher Höhe, weil sie eben nicht lesen und schreiben kann. Ein paar Charaktere treffen wir eben auch aus dem ersten Band, und wir begleiten hier Sandra durch ihr Leben und wie sie so mit ihrem Problem vielleicht doch so durchs Leben kommt und was so eine Liebe, so ein Lesekreis und eben die Liebe zu Büchern doch ein bisschen in einem Leben verändern kann.
Viel mehr möchte ich zu der Geschichte gar nicht verraten, denn es ist nur eine relativ kurze Geschichte, ich glaube von knapp 6 oder 7 Stunden, und alles andere würde einfach schon zu viel der Geschichte vornehmen. Ich mochte die Geschichte ganz gerne. Ich habe sie sehr gerne gehört, ich habe der Stimme sehr gerne gelauscht. Ich mag den Schreibstil von Janne Mommsen. Ich habe sonst noch kein Buch, außer jetzt eben den ersten Teil dieser Reihe von ihm gelesen. Ich finde jetzt tatsächlich auch diese ganze Oma-Reihe, die es da irgendwie gibt, nicht so ansprechend, aber vielleicht müsste man ihr einfach mal eine Chance geben. Aber ich mag es, wie er Charaktere zeichnet, wie er uns diese Insel nahe bringt, wie er uns die Liebe zu Büchern wieder zeigt. Und in diese kann man sich eben als Bücherlese-Nerd einfach nur absolut wiederfinden. Man findet sich da hinein, man erkennt diese Liebe zu Büchern, man erkennt einfach so, was es ausmacht, Bücher in der Hand zu halten, was man empfindet, wenn man eben in der Geschichte absolut abtaucht. Das bringt Janne Mommsen wirklich für mich unglaublich gut rüber, und man hat eben einfach das Gefühl, man ist selbst Teil dieser Geschichte. Auch Sandra war eine ganz sympathische Protagonistin, allerdings, ich weiß auch nicht, woran es liegt, ich habe es manchmal nicht so mit weiblichen Protagonistinnen. Ich finde, dass sie ihre Probleme ein bisschen sehr leicht abgetan hat. Natürlich ist da ein bisschen Verdrängung dabei, aber es hätte für mich ein bisschen mehr Tiefgang haben können, weil ich glaube durchaus, dass eine erwachsene Frau mit ihren Problemen, die ja dann irgendwie auftauchen, weil sie ja vor Entscheidungen steht, dass eine erwachsene Frau doch anders damit umgeht, als es vielleicht jemand mit ja, Anfang 20 tun würde. Das fand ich persönlich ein bisschen schade, dass es ein bisschen flach war, dass es nicht so herzerwärmend, tief ergreifend war wie der erste Band der Reihe, und hier hat man ja gefühlt einen direkten Vergleich. Es konnte mich nicht ganz so in diese Wohlfühlmomente hineinbringen, wie ich es sonst gerne mag. Es war halt einfach ein bisschen oberflächlicher, es war schneller erzählt, es ist auch auf die Lösungen gefühlt gar nicht so richtig eingegangen. Es ging alles einfach viel, viel zu schnell für meinen Geschmack. Und ich konnte deswegen halt auch gar nicht so richtig mitgehen, mitfiebern. Ich konnte es nicht ganz nachvollziehen, wie sich manches gelöst hat. Und ja, es ging mir einfach um Längen zu schnell. Der erste Band war hier definitiv wohliger, wohlfühliger, wie immer wir es nennen wollen. Es hat mich mehr mitgenommen, es hat mir mehr aufgezeigt, wie man auch Probleme löst, beziehungsweise wie sie sich manchmal von allein lösen. Das hat mir hier tatsächlich einfach ein bisschen gefehlt, dass alles sehr schnell abgehandelt wurde. Nichtsdestotrotz kann Janne Mommsen für mich einfach eine ganz tolle Inselwelt schaffen, und auch den ein oder anderen Wohlfühlmoment hat es natürlich in mir erzeugt, was vielleicht auch an der Sonne lag, die mein eigenes Gesicht sozusagen bestrahlt hat, aber es hat für mich einfach schon gut gepasst, dem zu lauschen. Also ich hatte auch keinen Moment in der Geschichte, wo ich dachte, das ist jetzt ein Grund, um abzuschalten. Es war auch nicht langweilig, eher im Gegenteil, es ist zu viel, zu schnell passiert. Man konnte gar nicht so diese Momente so ein bisschen auskosten oder genießen. Das hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Aber alles in allem ein schöner Roman und ich denke auch eine schöne Fortführung der Geschichte. Hätte für mich aber einfach noch so ein bisschen besser, tiefgründiger und langsamer erzählt sein können. Das waren die 3 Bücher der Woche, die ich beendet habe. Ich habe dann noch mit Quicksand angefangen, wo es jetzt auch eine Netflix-Serie gibt. Dazu erzähle ich dann aber in der nächsten Woche mehr. Ab Montag ist es soweit. In Deutschland ist die 8. Staffel von Game of Thrones endlich sehbar. Sie wird ja auf Sky ausgestrahlt werden und ich freue mich schon mega auf die 8. Staffel. Ich bin total gehypt, auch wenn ich die 7. Staffel auch beim 3. Mal sehen, glaube ich, also insofern, wie man das zählt. Ich habe ja die 7. Staffel immer 2-mal geguckt, einmal morgens allein, einmal abends in Gemeinschaft, und habe sie dann ja noch einmal geguckt, wie die DVD rauskam, und dann jetzt nochmal, also im Grunde zum 3. beziehungsweise zum 4. Mal, wie immer wir es zählen wollen. Und ich muss sagen, dass ich nach wie vor finde, dass die 7. Staffel die schwächste Staffel ist, die schnell erzählteste Staffel. Und wir haben hier eigentlich was ja in der, ja, in der Buchbranche nicht so gern gesehen ist. Eigentlich spricht man ja gerne von Show, don't tell. Also zeig etwas und erzähl es nicht. Und ich finde, man merkt in der 7. Staffel, dass keine Zeit zum Zeigen war, sondern dass einem alles erzählt wurde. Und das finde ich tatsächlich sehr schlecht erzählt. Und das ist echt was mich nach wie vor an der 7. Staffel sehr stört, dass wir keine
Zeit gefühlt hatten, damit uns etwas gezeigt werden kann, sondern alles musste erzählt werden, alles musste husch husch eingepackt werden. Und ich frage mich einfach, warum man diese extreme Hektik hat ausbreiten lassen. Ja, Game of Thrones ist keine normale Serie, sie kommt, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr groß an einen großen budgetierten Film heran. Auch die Zeit, die hier drin stecken, ich will das gar nicht, ne, mir ist bewusst, dass das alles Riesenaufwände sind, dass man die Schauspieler lange an dieses Projekt bindet und die auch irgendwann da raus wollten. Ich kann das alles verstehen, aber es kommt einfach der Geschichte ja nicht zugute, dass man hetzt. Natürlich passieren einige wichtige, interessante Dinge in Staffel 7. Allerdings muss ich nach wie vor sagen, dass ich das Ende von Staffel 7 einfach nur augenrollend dalassen kann. Ich mich darüber nur aufrege, dass die Filmemacher das so erzählen, und ich hoffe, dass George R. R. Martin nicht zu diesem Erzählmittel so greift und diese Geschichte so weitererzählt, weil das spricht für mich überhaupt nicht für seinen Stil. Und das ist was, was man, finde ich, schon in der 6. Staffel spürte und für mich in der 7. Staffel einfach noch mehr da war, dass es eben einfach keine Buchvorlage mehr gibt. Und ja, jetzt alles einfach sehr filmisch wird, einfach nur Aufmerksamkeit erregen und nicht mehr erzählerisch irgendwie sich treu bleiben. Und das finde ich sehr schade. Ich hoffe, dass die 8. Staffel dahingehend einfach wieder besser wird, anders wird, sich doch ein bisschen mehr Zeit lässt, um ja, Geschichten dann auch enden zu lassen, denn es werden viele Geschichten darin enden, und ich bin mega gespannt auf die 8. Staffel. Wir werden morgen am Sonntag ab 19:30 einen kleinen Hangout machen zu unseren Erwartungen an Staffel 8. Wir werden auf Filz Kanal sein, dazu findet ihr aber auf jeden Fall Infos oder habt ihr schon gesehen auf Instagram. Da kommen auf jeden Fall nochmal alle Infos dazu. Und ja, ich bin sehr gespannt, was die anderen von Staffel 8 erwarten und ja, was so unsere Todeslisten dann wahrscheinlich auch sagen werden. Und ja, ich bin total gehypt, werde Sonntag auf jeden Fall gegen 5 aufstehen, um den Staffelauftakt zu sehen. Ich finde das ja bei Game of Thrones ganz gefährlich. Man wird den ganzen Tag über sonst gespoilert, wenn man es nicht gleich sieht. Auf jedem Social-Media-Kanal ist dann irgendwas zu sehen. Und ich finde, es gibt nichts Blöderes, als wenn man gespoilert wird oder irgendwas vorne weggenommen wird, was für einen selbst halt vielleicht einen Überraschungsmoment hätte. Serientechnisch habe ich dann am Wochenende auch die Zeit genutzt des Herumliegens, um endlich This Is Us Staffel 3 anzusehen. Die läuft ja aktuell auf Six, kann da in der Mediathek auch frei gesehen werden. Man hat da wohl Werbeeinblendungen, die stören mich jetzt aber nicht weiter. Man könnte sie auch Montagabend live sozusagen im Fernsehen anschauen. Und es sind da, soweit ich weiß, immer 5 Folgen ja, im Grunde noch abgespeichert. Danach muss man die theoretisch dann eben sich auf Amazon Prime ansehen, da sind sie aber nicht inklusive, da muss man die jeweilige Staffel oder Folge eben kaufen. Also wenn ihr gerade auch schon so weit seid, um euch Staffel 3 anzusehen, dann guckt auf Six vorbei. Ich habe da jetzt die 3 Folgen am Wochenende angeguckt und jetzt auch mittlerweile die 4. Folge jetzt von der aktuellen Woche, und ich kann gar nicht genug schwärmen von This Is Us. Das ist einfach eine Serie, die emotional einfach alles zu bieten hat. Wir treffen ja theoretisch in Staffel 1 auf Drillinge, auf 3 Geschwister, auf ein Drillingspaar ist es ja dann nicht, wie nennt man das, auf ein Drillingstrio, und die feiern ihren 35. Geburtstag, oder ist es schon der 36.? Ich weiß es nicht mehr genau. Sie feiern ihren Geburtstag und erzählen uns im Grunde ihre Jetztzeit. Zudem erleben wir aber auch im Grunde die Eltern der Drillinge, wie sie jung waren, wie sie sich kennenlernten, wie ihre Jugend aussah. Dann erleben wir verschiedene Zeitebenen, als die Kinder Kinder waren, als sie noch nicht in der Schule waren, dann als sie in die Schule kommen, als sie dann schon jugendlich sind und dann wie sie auch in ihren 20ern sind. Und wir erleben eine Mischung aus Dimensionen, aus Zeitdimensionen, die einem anfangs vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, aber das dauert eine Folge, dann seid ihr drin, dann wisst ihr genau, was ist wer und wo befinden wir uns. Und wir wissen zum Beispiel auch einfach schon, dass der Vater, dass auch mein absoluter Lieblingscharakter, Jack, dass er nicht den Geburtstag seiner Kinder mitfeiert. Also ahnen wir schon etwas und müssen jetzt einfach irgendwie durch diese verschiedenen Zeiten mit durchgehen, um vielleicht irgendwann das Rätsel aufzulösen,
Wo ist denn der Vater? Wie ist die Liebe zwischen Mutter und Vater entstanden? Was haben die für Kindergeschichten, Jugendgeschichten? Und diese Geschichten überlagern sich alle. Zudem gibt es eben auch bei den Drillingen Geschichten, die natürlich ihre eigene Geschichte haben, ihre Miteinandergeschichte. Auch da gibt es wieder Charaktere, die ihre Geschichte erzählen. Und es ist einfach, wie es so schön der Untertitel sagt, das ist Leben. Und das finde ich so großartig. Es ist so mehrdimensional erzählt und das Leben ist eben nicht einfach eine Zeitlinie, wie man es vielleicht sonst aus einem Film kennt, sondern irgendwas in der Vergangenheit hat uns dazu gebracht, so zu sein, wie wir jetzt sind. Oder auch eine Entscheidung zu treffen, beruht auf irgendetwas, was uns mal geschehen, passiert ist, was uns mal beeinflusst hat. Wie wirkt sich vielleicht irgendwie der Verlust aus? Wie bewirkt sich eine Verletzung aus, wenn man eigentlich ein Baseball, Football Star werden möchte. Wie wirkt sich das aufs Leben aus? Und oder auch, wir haben auch einen Charakter, der drogenabhängig war. Wie wirkt sich das aus? Wie wirkt sich das auf alle anderen aus? Was nimmt man mit? Was gibt man weiter? Und ich liebe, liebe diese Geschichte. Es klingt jetzt mega komplex, das ist es wohl auch, aber es ist einfach großartig erzählt. Die Schauspieler sind einfach der Hammer. Also es gibt keinen Charakter, den ich nicht irgendwie ins Herz geschlossen habe. Es gibt natürlich auch doofe Charakter, aber trotzdem mag man die dafür, dass sie doof sind, wenn man so möchte. Es ist einfach toll geschauspielert, es ist eine tolle Idee, es ist einfach emotional erzählt und es gibt gefühlt keine Folge, bei der nicht ein Tränchen irgendwie vor Rührung, vor Freude, vor Traurigkeit dahin fließt und es ist einfach der Hammer. Also wo man einfach spürt, so ist einfach das Leben. Und jetzt kann man sich fragen, warum will man denn das Leben anderer sehen? Ja, die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Aber warum guckt man dann Big Brother oder Dschungelcamp oder keine Ahnung, irgendwelche Leute auf irgendeiner Insel? Also hier ist das natürlich einfach fiktiv. Und dennoch kann man sich in diese Charaktere wirklich ganz wunderbar ja so hineinfallen lassen und mitfiebern. Und ja, ich glaube jetzt aber genug geschwärmt von This Is Us. Ich bin einfach Fan dieser Serie und die schafft es definitiv in die Top 5 meiner Serien. Und ich bin so froh, dass ich damals auf den Tipp einer lieben Freundin gehört habe und damit angefangen habe und mich einfach habe mitreißen lassen. Und das ist für mich auch eine Serie, die ich definitiv demnächst mal auf DVD brauche. Einfach damit sie wunderbar in meinem Regal steht und ich sie jederzeit einfach angucken kann, ohne auf Prime irgendwie mir was kaufen zu müssen oder sonstiges. Leider läuft es ja nicht auf Netflix oder Sky. Deswegen muss sie dann einfach als DVD her und ja, absolute Serienempfehlung für alle, die es eben auch mal ein bisschen ja, unactionreicher wollen, vielleicht auch wirklich einfach so ein bisschen emotional und echter wollen, als es jetzt zum Beispiel eine Game of Thrones Serie natürlich ist, die ja doch ein bisschen actiongeladener und ja, voller Intrigen ist und natürlich auch ein bisschen Fantasy hat, aber und kurz am Ende würde ich dann gerne noch ja, zum Thema Leseklub kommen. Wir haben ja im März ja, ausgesetzt, weil da natürlich im Lesezeitraum, den wir üblicherweise haben, die Buchmesse war. Und wir haben das Märzbuch jetzt in den April geschoben. Hier starten wir am 21. April mit The Hunger, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und ja, die Mai-Umfrage ist jetzt im Grunde gestartet, beziehungsweise schon am Laufen. Ich habe es auch mal auf Instagram gepostet, also guckt da auch gerne in den Leseklub vorbei. Ihr findet den immer unten in der Infobox. Und mir war, nachdem ich Liebeskind von Romy Hausmann so großartig fand, mir war jetzt einfach mal wieder nach Thriller. Und ich habe jetzt einfach mal drei Thriller ausgesucht, die ich auf dem Sub habe. Und zwar zum einen ist es ein Harlan Coben, Ich finde dich aus dem Goldman Verlag. Es wäre, glaube ich, dann mein dritter oder vierter Harlan Coben. Ich glaube, ich habe zwei gelesen und zwei hier auf dem Sub. Ich glaube, so rum war es. Und ja, auch ein Thriller, der mega spannend klingt, denn es heißt so schön, sie verlässt ihn, zerbricht ihn, verschwindet spurlos, er schweigt, bis etwas Unglaubliches geschieht. Und es heißt hier unten, der spannendste und beste Coben ever. Ja, ich bin mega gespannt darauf. Nicht umsonst ist es bei mir auch ja, im Grunde als echtes Buch damals eingezogen und würde mich sehr freuen, wenn es der wird. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn es Ihr Tötet mich nicht wird von Shannon Kirk. Auch ein Buch aus dem Goldman Verlag. Wurde mir, glaube ich, mal empfohlen und ja, habe ich mir dann eben auch gebraucht besorgt. Und es heißt so schön, sie wird entführt, sie ist nicht das erste Opfer, aber das letzte. Ein dunkler, verstörender, verdammt lesenswerter Thriller. Und das
Gruselige gefühlt für mich daran ist, dass es hier um ein junges Mädchen geht mit 16, die im 7. Monat schwanger ist. Und dann wird sie eben überwältigt und entführt, denn die Kidnapper wollen das Baby haben. Und das könnte ganz schön nervenaufreibend sein. Bin ich auf jeden Fall auch mega, mega gespannt. Und dann habe ich meinen ersten Chris Carter einfach mal in die Umfrage gepackt. Dieses Buch habe ich ja von einer Arbeitskollegin geschenkt bekommen, der ihr Mann das zu heftig fand. Und sie der Meinung war, ja, du guckst ja The Walking Dead und du liest Stephen King, da kannst du auch Chris Carter lesen. Ja, es ist I Am Death, der Todmacher. Es ist wohl unabhängig von allen anderen Geschichten von Chris Carter zu lesen. Da habe ich mich bei Paddy, der Chris Carter, größten Fanin sozusagen, der Expertin befragt. Denn es heißt hier hinten im Klappentext, denn ich bin der Tod. Man findet am International Airport von Los Angeles eine brutal zugerichtete Leiche. In ihrem Hals steckt ein Zettel. Ich bin der Tod. Profiler Robert Hunter ist der Einzige, der den Täter finden kann. Bald fasst er einen Verdächtigen, doch da taucht eine weitere Leiche auf. Hunter hat den Falschen und der Mörder hat gerade erst begonnen. Ich bin mega gehypt auf Chris Carter, alleine weil Paddy immer so davon schwärmt. Und ja, irgendwann muss ich eben auch einfach den Chris Carter lesen. Ja, die drei Bücher stehen zur Abstimmung. Ihr habt noch bis Montag Zeit, eure Gedankenstimmen sozusagen zu der Thriller-Auswahl abzugeben. Ich bin mega gespannt, welchen Thriller wir dann im Mai lesen. Wir werden ja wieder so um den 20. Damit wieder beginnen. Das ist ja immer so unser Lesebeginn sozusagen im Leseclub. Und ich bin wirklich sehr gespannt, welcher es wird und wie dann auch uns der Thriller gefallen wird. Zudem wird im Mai endlich ein neuer Robert Harris gelesen, nämlich Intrige. Auch die Gruppe findet ihr unten in der Infobox, wie auch alle Infos zu den Büchern. Wir werden Intrige lesen, weil das bei der Erstabstimmung im Grunde die zweitmeisten Stimmen hatte. Wir hatten ja jetzt Konklave gelesen und jetzt werden wir Intrige lesen. In der Gruppe ist es ja ein freies Lesen, das heißt, wir haben zwar Leseabschnitt von ca. 50 bis 60 Seiten. Jeder kann aber in dem Tempo lesen, wie er möchte und kommt dann eben nach dem Leseabschnitt zum Kommentieren. Also wir lesen dann nicht taggleich, sondern Leseabschnitt für Leseabschnitt, jeder wie er möchte. Was mir ganz zugute kommt, weil ich zwei so festgebannte Bücher in einem Monat immer nicht so schön finde. Deswegen finde ich das ganz schön, dass ich das in meinem eigenen Lesetempo lesen kann und eventuell vielleicht sogar hören kann, weil auch die Vertonung soll ja sehr, sehr gelungen sein. Das werden wir aber nochmal sehen. Die Einteilung wird jetzt, denke ich, am Wochenende oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall kommen und haltet da auch gerne die Augen auf. Und jetzt, glaube ich, habe ich nichts irgendwie vergessen, was ich noch erwähnen wollte. Nein, auch auf meinem Zettel steht irgendwie nichts mehr. Ich glaube, es war jetzt auch genug an Infos. Ich bin ganz froh, dass der Fuß hoch liegt und mir so keine Probleme macht. Ja, ich danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet mit der Bücherwoche wieder ein bisschen Spaß. Nächste Woche ist ja dann tatsächlich schon Ostern. Wirklich irre, wie die Zeit manchmal so vergeht. Was habt ihr so in dieser Woche gelesen? Kennt ihr einen vielleicht auch der Leseclub-Thriller? Habt ihr eins der anderen Bücher schon auf eurer Wunschliste oder gar vielleicht auch schon gelesen und seid so begeistert gewesen wie ich? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, lasst uns hier ein bisschen austauschen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.